Is it not beautiful to watch the sunrise, 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 and see the dark? Und ihr Händler und ihr Käufer. Ihr Ritter, Reiter und Getier. Ihr Weiber und Burschen von nah und fern. Zum Hochwohl, anständigsten 15. Spektakulum in unserer namhaften Stadt. Denn wisset, vor 775 Jahren tauchte der Name unserer Stadt zum ersten Male auf. Und jetzt schweigt Stille. Volk, euer Oberbürgermeister wird das Wort an euch richten. Euch selbst begrüßt jetzt der Oberbürgermeister Vogt. Fanfarenklänge für den Bürgermeister. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zittau, werte Gäste aus nah und fern, ich begrüße Sie hier heute zum 15. Spektakulum der Stadt Zittau auf dem Marktplatz auf das Herzlichste. Es ist doch schon eine gute Tradition geworden, 15 Mal die 15. Spektakulum in Folge. Ich möchte als erstes den Dank an alle aussprechen, die dieses Spektakulum jahrelang vorbereitet haben. Und jahrelang sich immer wieder dafür verwenden, dass wir heute Abend am Vorabend der Himmelfahrt dieses traditionelle Ereignis in der Stadt Zittau begehen können. Ich möchte hier das Kollegium Spektakulum nennen. Meinen herzlichen Dank dafür. Ich möchte nennen die Werbegemeinschaft. Eine Sponsorin für unser Spektakulum. Doch vergesst den Barden nicht, Stadtbarde frei, du Kind der Minne, versüße uns die Nacht mit deinem Spiel und zeige eine Probe deines Kommens. Nun denn? Dieses Jahr zu sagen habe. Um die Ecken weht ein Wind, der bringt tenderen Duft. Das ist eine tolle Stimmung heute, es riecht nach Spektakel und Luft. Drum schaut euch richtig um, euch ein Spektakel. Drum schaut euch richtig um, euch
steht es unter einem besonderen Namen. Der diesjährige Name scheint sozusagen auch Programm zu sein, denn es heißt doch in diesem Jahr namhaftes Zittern. Wenn da jetzt ein kleines spöttisches Lächeln über das Gesicht huscht, der schaue sich um. Nie war diese Stadt schöner, als sie das heute ist. Bevor nun der Startschuss erteilt wird, darf ich allen noch ein wunderschönes, ungetrübtes Fest. Hallo. Ja, der ist schon voraus, alles ganz mehr von uns. Es trug sich zu im Jahre 1238, als die Herren damit begannen, aufgewandt, also vor genau 700 Gruppe Neugersdorf unter Leitung von Annette Wirrich, die das Motto des diesjährigen Spektakels Zitabe, nämlich namhaftes Zittau, in bunten Zahlen darstellt. Sprich 1238 und 775. So wird's gemacht. Und da würden könnte. Achso, die tragen die Musikgruppe Nonsens. Hier ist dann nicht unbedingt Programm. Sie wollen uns heute mit lauten Klängen im Umzug und schelmen angehalten. Übrigens heute Abend zu erleben auf der Bühne am Johannesplatz. Der Stadtchor Zittau ist bekannt über die Mauern unserer Stadt hinaus. Und das, wie die Mitglieder oft unter Beweis stellen konnten, nicht zu Unrecht. Er feiert übrigens in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Heute Abend um 20.30 Uhr wird er seine Zuhörer mit Chormusik aus mehreren Jahrhunderten erfreuen in der Klosterkirche. Weiter geht es mit dem historischen Kaiserzug e.V. Kaiser Karl IV. Besucht heute ausnahmsweise mal nicht den Berg Eugen, sondern die Stadt Zittau, genannt die Reiche, die im Eims der einst ein Kaiserhaus auf dem Eugen und in Zittau einrichtete. Hallo. Die kaiserliche Hoheit, die Treppe herauf. Also Applaus. Dem Kaiser sozusagen auf den Fersen ist der historische Mönchszüge e.V. auf dem Berg Eupin. Die durch den Verein nachgestellten Mönchszüge gibt es schon seit 1851 und gehen natürlich zurück auf eine über 200-jährige Klostergeschichte der Zölestiner auf dem Berg Eupin. Seit 30 Jahren nun führt der Verein diese Tradition weiter und empfängt in diesem Jahr ab Pfingstsonnabend seine Gäste bis hinein in den September mit namhaften Chören der Region. Man erwartet übrigens in dieser Saison den 110.000. Teilnehmer. Wird uns heute Abend mit guter Laune und Gesang im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern. 21.15 Uhr auf der Bühne, auf der roten Neustadt. Applaus. Wir stehen alle da vorne und warten. Empfangt nun mit mir die Lausitzer Anno 1180 e.V. aus der Hauptstadt der Oberlausitz. Den ganzen Engel, ich glaube schon, der Name verrät einiges von dem, das heute auf der Bühne der Oberen Neustadt zu erleben sein wird. Applaus bitte. Und die nächsten. Weiter geht es mit echter, handgemachter Musik. Unter Leitung von Richard Dembinski sind schon traditionell junge polnische Musiker beim Spektakel. In diesem Jahr vertreten durch die junge Gruppe. Es schließt sich an Kuhwald,
Nein, das ist nicht das Land, wo das Öl herkommt, sondern die Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft, die am öffentlichen Leben in unserer Stadt an Kultur, an Bildungsmöglichkeiten. Oh, das gut ist Ihnen auch. Und ja, geschissen, mein Buch jetzt hier! An manchen Stellen zu sehen sein wird, in der ganzen Stadt. Ich fürchte, meine Trommelfälle sind drin. Wir sind hier angemeldet, Autogramm. Es folgt nun Ritter Eisenherz mit Beinamen der Magnetische. Applaus bitte. Es folgt nun der Königszug. Im Jahre 1255 kam unser allergnädigster Landesherr, böhmischer König Ottokar II. In unsere Stadt, besser gesagt in das Dorf, umritt es höchstpersönlich und erhob dieses Dorf somit zur Stadt. Achtung, es kommt nun etwas sehr, sehr Seltsames, und zwar die Kulturinsel Einsiedeln. Während des Umzuges werden einige dieser Kulturinsulaner sogenannte Kurzverheiratung vornehmen. Man hüte sich also vor ihren Zugriff, aber keine Angst. Auf der Wiese am Klosterplatz werden heute Abend die Mitglieder des Ostsächsischen Falkenvereins erklären und vorzuführen wissen über Greifvögel, Eulen und die Falknerei im Allgemeinen. Herzlich willkommen beim Spektakulum und einem deutschen Applaus. Also, meine Damen, ich lade... So, in diesem Jahr erstmals dabei bitte ich auf die Bühne die Flötengruppe der Kunstschule Friedland zu hören. Unser Leben übrigens heute 20.30 Uhr auf der Bühne am Johannesplatz. Applaus! Wir sind die Burgzeitschule. Wir rutschen aber vom gleichen Genre eine AG sozusagen, die uns heute Abend verzaubern möchte, wie sie schon kurz darstellen. Deswegen einen kleinen Applaus. Es kann auch ein großer sein. Und es geht gleich weiter in diesem Genre. Erfreulicherweise auch in diesem Jahr wieder dabei der Kinder- und Jugendzirkus Applaudino, der um 20 Uhr auf der Bühne Obere Neustadt mit Jonglage, Gauklerei, Einraddarbietung, Balance und Akrobatik seine Zuschauer nach bester Zirkusmanier unterhalten möchte. Applaus, wie sich das in einem Zirkus gehört. Und wir bleiben dabei. Das gleiche will nämlich nun der ankommende Akrobatikverein Ostritz heute Abend tun, der auch schon mindestens das fünfte Mal dabei ist beim Spektakulum. Heute Abend besonders zu sehen auf der Bühne am Rathausplatz um 20 Uhr. Fantasievollen Stücken will uns heute Abend um 20.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Johanneskirche Katja Neumann mittels ihrer Harfe in wundervolle Klangwelten entwirken. Deswegen hat sie das Ganze auch mit. Aber sie kann es gut beherrschen, denn dieses Instrument gibt es ja nicht mehr allzu oft zu hören. Nochmal einen Applaus für dich. Es folgt nun Annette Friedrich und Schüler der Schola Hartau. Wie schon in den vergangenen Jahren fragten sie auf der Bühne am Klosterplatz mit einer Feuerschau und mit zaubernden Bauchtanz auf. Ja.
Es kommt nun ein verrückter Haufen, so nennt sich zumindest die bunte dynamische Theatertruppe, unter dem Dach der Hillerschen Villa und unter Leitung von Julia Rügerhausen. Heute Abend, 21.15 Uhr, zeigen sie auf der Bühne am Klosterplatz ihre aktuelle Inszenierung, die Goldene Gans. Und die Sommerklänge der Trommlergruppe Alumuna. Hier als kleiner Vorgeschmack und heute Abend live auf der Bühne am Rathausplatz, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Haut rein! Es kommt nun
etwas sehr, sehr Seltsames. Und zwar die Kulturinsel Einsiedeln. Fantastisch. Sie haben hier einen heutigen Teilnahme, also ich an das Foto gestellt von der Traumhochzeit. Während des Umzuges werden einige dieser Kulturinsulaner sogenannte Kurzverheiratung vornehmen. Man hüte sich also vor ihren Zugriffen, aber keine Angst. Auf der Wiese am Klosterplatz werden heute Abend die Mitglieder des Ostsächsischen Falkenvereins erklären und vorzuführen Wissen über Greifvögel, Eulen und die Falknerei im Allgemeinen. Herzlich willkommen beim Spektakulum und einem deutschen Applaus. Also, meine Damen, ich lade... So, in diesem Jahr erstmals dabei bitte ich auf die Bühne die Flötengruppe der Kunstschule Friedland zu hören. Unser Leben übrigens heute 20.30 Uhr auf der Bühne am Johannesplatz. Applaus! Wir sind die Burgzeitschule. Wir rutschen aber vom gleichen Genre ein. Eine AG sozusagen, die uns heute Abend verzaubern möchte, wie sie schon kurz darstellen. Deswegen einen kleinen Applaus. Es kann auch ein großer sein. Und es geht gleich weiter in diesem Genre. Erfreulicherweise auch in diesem Jahr wieder dabei der Kinder- und Jugendzirkus Applaudino, der um 20 Uhr auf der Bühne Obere Neustadt mit Jonglage, Gauklerei, Einraddarbietung, Balance und Akrobatik seine Zuschauer nach bester Zirkusmanier unterhalten möchte. Applaus, wie sich das in einem Zirkus gehört. Und wir bleiben dabei. Das gleiche will nämlich nun der ankommende Akrobatikverein Ostritz heute Abend tun, der auch schon mindestens das fünfte Mal dabei ist beim Spektakulum. Heute Abend besonders zu sehen auf der Bühne am Rathausplatz um 20 Uhr. Fantasievollen Stücken will uns heute Abend um 20.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Johanneskirche Katja Neumann mittels ihrer Harfe in wundervolle Klangwelten entwirken. Deswegen hat sie das Ganze auch mit. Aber sie kann es gut beherrschen, denn dieses Instrument gibt es ja nicht mehr allzu oft zu hören. Nochmal einen Applaus für dich. Es folgt nun Annette Friedrich und Schüler der Schola Hartau. Wie schon in den vergangenen Jahren warten sie auf der Bühne am Klosterplatz mit einer Feuerschau und mit zaubernden Bauchtanz auf. Ja. Es kommt nun ein verrückter Haufen, so nennt sich zumindest die bunte dynamische Theatertruppe unter dem Dach der Hillerschen Villa und unter Leitung von Julia Rügerhausen. Heute Abend, 21.15 Uhr, zeigen sie auf der Bühne am Klosterplatz ihre aktuelle Inszenierung, die Goldene Gans. Und die Sommerklänge der Trommlergruppe Alumuna. Hier als kleiner Vorgeschmack und heute Abend live auf der Bühne am Rathausplatz, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Haut rein! Thank you.
Maskenparade in der Hellerschen Villa. Wie jedes Jahr haben sie im Vorfeld des Spektakels fantastische Masken und Marotten gebaut und stellen sie euch heute zur Schau. Applaus bitte! Lisa, komm! Kreative Frau, wahrhaftig keine Unbekannten beim Spektakulum und manch anderem Fest in dieser Stadt. Kreative und einfallsreiche Frauen aller Altersgruppen, die mit vielen Ideen ein reichhaltiges Vereinsleben pflegen. Heute Abend zum Beispiel werden Sie uns Wäsche aus Omas guten alten Zeiten vorführen. Weiter geht es mit einem Verein mit langer sportlicher Tradition in dieser Stadt, dem Zittauer Fechtverein e.V. Schon 1950 gegründet, haben die dortigen Sportler viele nationale Erfolge errungen und widmen sich nun einer ganz besonderen Zeit in dieser Sportart, dem historischen Fechten. Wer Lust hat, sich einmal auszuprobieren, ist gern gesehen zum sozusagen Reinschnuppern. Ich würde ja gern auch mal mitmachen, aber bei mir wäre das unfair, meine Trefferfläche ist zu groß. So, ein weiterer Stammgast beim Spektakulum und bei manch anderer Veranstaltung, der Song, der Chor St. Bartholomä aus Radegnadeso. 20 Uhr und 21 Uhr bringt der Chor in der Johanneskirche geistliche Lieder aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu Gehör. Applaus bitte! Sunrise, 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 and see the dark.